Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Tuning und Test vom neuen Krieger ist am Start, der am Donnerstag neu zu GTA Online dazugekommen ist. Dieser geile neue Supersportwagen da hinter mir von Benefactor. Die Karre könnt ihr übrigens kaufen auf Legendary Motorsport für super extrem teure 2.875.000 GTA Dollar. Und damit ist es der teuerste Wagen auf Legendary Motorsport. Der teuerste Supersportwagen in GTA Online, der teuerste normale Supersportwagen, Alter. Was für ein extremer Preis, aber der kann auch was, der kann auch was. Was der wirklich kann, das zeigen wir euch noch nach dem Video hier, nämlich im Speed- und Race-Test, wo wir wieder den Krieger auf Beschleunigung, Endgeschwindigkeit und Rundenzeiten testen im Vergleich zu den anderen besten Supersportwagen im Spiel. Hier aber erstmal Tuning und Test, natürlich wieder mit einer Menge unnützem Wissen, Real-Life-Anspielung, Soundcheck, rund um den Block, Vorabfazit, dies, das und so weiter. In GTA Online wird der Krieger vom Hersteller Benefactor gebaut und Benefactor ist im Game meistens eine Anspielung an den deutschen Autobauer Mercedes und damit ist der Krieger auch ein wahnsinnig deutsches Auto. Nicht nur vom Namen her, Krieger, ja, ihr wisst Bescheid, auch noch vom Design her. Da gibt es nämlich ein bestimmtes Design im LS Customs, was den noch deutscher macht, was noch mehr auf diese deutsche Herkunft anspielt. Da guckt man da nochmal rein, was wir da so machen können. Wegen Benefactor steckt hier schon mal ein ganz besonderer Mercedes drin, nämlich der Mercedes AMG One. Der Formel-1-Wagen für die Straße, wird er von Mercedes auch oft genannt, kommt bald raus, ein bisschen ist noch Zeit. Na jedenfalls können wir den AMG One auf jeden Fall links und rechts an den großen Lufteinlässen erkennen, an der Form. Zumindest die Mitte hier sieht ein bisschen anders aus. Da, wo der fette Diamant von Benefactor drauf ist, übrigens Diamant, Anspielung an den Mercedes-Stern. Beides funkelt und ist schön, hatte ich irgendwo anders schon mal gesagt, ne? Deswegen denke ich mal die Anspielung mit dem Diamanten. So, dann haben wir den noch hier auf der Motorhaube, auch so ähnlich mit den Luftauslässen, wo die Luft so schön über das Cockpit strömt, dann reingesaugt wird da oben. Diese Lufthutze auch vom AMG One, gehen hinter zum Motorblock, auch das Cockpit AMG One. Die Lampen sehen ein bisschen anders aus, da würde ich sagen, die kommen so vom Ferrari FXXK, wie schon die vom Emerus. Also auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Emerus, zumindest von den Frontlampen her. Die Felgen und das komplette Seitenprofil auch wieder komplett AMG One, was ich witzig finde. Rockstar Games hat hier einfach die beiden Flossen vom Luftkanal an der Seite vertauscht. Im Real Life ist nämlich die große Flosse vorne und die kleine Flosse hinten. Hier ist die große hinten und die kleine vorne. Ja, echt witzig, wie Rockstar Games immer dieses, wie soll ich sagen, Lizenzthema umgeht, ja, dass sie keine Lizenzklage bekommen, weil die haben ja keine echten Lizenzen für die Autos. So, die Spiegel auf jeden Fall auch wieder. AMG One, Cockpitbereich, Seitenlinie. Was fällt denn einem als erstes auf, wenn man sich das Heck vom Krieger anschaut? Also mein erster Gedanke war auf jeden Fall Audi R8. Das ist nicht das einzige Auto, was drin steckt. Es steckt auch wieder der AMG One drin. Aber wir gucken erstmal kurz zu den Auspuffrohren hier links und rechts. Ganz komisches Auspuffrohr-Layout, sag ich mal. Aber solche Auspuffrohre haben wir auch zum Beispiel beim Porsche 918 Spyder. Da sind nämlich die Auspuffrohre auch so oben links und rechts. Sieht ein bisschen komisch aus, aber einige sagen auch, sieht originell aus. Ich finde es teilweise originell, teilweise komisch. Also richtig gefällt es mir nicht, aber im LS Customs können wir noch was machen. Jetzt noch zum Heck. Die äußere Heckform, würde ich sagen, eine gute Mischung aus dem AMG One und dem Audi R8 LMS GT3, also die Racing-Rennsport-Version vom Audi R8, also die Außenlinie zum Beispiel. Dann hier die äußere Form von den Hecklampen. Audi R8 wieder, denn diese innere Aufteilung Audi R8 und dann diese kleinen drei Lampen, diese kleinen drei so parallelogrammförmigen Lampen, die so nach außen ein bisschen geneigt sind, wieder AMG One. Dann die Form der Luftauslässe unter den Hecklampen, wieder AMG One. Diese kleinen vertikalen Streben da mit den roten Streifen, wieder vom Audi R8 GT3. Der mittlere Heckbereich, ich finde es halt geil, wie das so vermischen, ja. Der mittlere Heckbereich, wieder Audi R8 GT3. Und hier ganz unten der Heckdiffusor, dieser zweigeteilte Heckdiffusor, wieder AMG One. Auspuffanlage, wie gesagt, anders. Porsche 918. Spyder. Wir gucken nochmal kurz ins Cockpit rein. Übrigens wieder Flügeltüren, wie zum Beispiel vom S80 RR oder anderen Supersportwagen. Der Innenraum vom Krieger ist mal wieder nichts Besonderes. Hier hat Rockstar Games wieder fast 1:1 kopiert, nämlich einmal vom Tyrant oder auch vom Emerus. Da haben wir nämlich fast dasselbe Cockpit, bis eben auf diesen Diamanten auf dem Lenkrad. Der ist ein bisschen anders. Schade, dass hier Rockstar Games nicht dieses geile Formel 1 Cockpit genommen hat vom AMG One. Das wäre echt noch eine Spur geiler gewesen. Aber was soll's, Rockstar Games ist dafür bekannt, dass sie oft mal Copy und Paste machen. Ja, aber die sollten das echt mal, wenn es geht, wenn es wirklich geht, vielleicht ist es auch so ein Speicherproblem oder so, wenn es in Zukunft geht, dann auf jeden Fall coolere Cockpits. Das würde ich mir wünschen. Ja. So, wir gucken jetzt mal kurz in den LS Customs, was wir am Krieger so Schönes machen können. Erstmal natürlich wieder die Standardsachen. Panzerung, beste Bremsen, Rennbremsen, Motor, EMS-Stufen 4. Beste auf jeden Fall.
By the way, nachher gibt es noch unnützes Wissen zum AMG One. Ich habe einige interessante Sachen rausgesucht. Thema Nico Rosberg, dies, das, Motor und so weiter. Erste optische Spezialtuning-Kategorie, das hier Auspuff. Also die Auspuffe da oben stören mich so ein bisschen. Diese 918 Spider-Auspuffe passen hier irgendwie nicht so richtig. Von daher, glaube ich, mache ich die weg. Zum Beispiel haben wir die Option Titan-Dreifach-Auspuff. Warte mal kurz, auch wegmachen. So. Dann ein Doppelauspuff, das hier geht so ein bisschen in die Richtung vom Originalauspuff. Das waren ja so, das war ein großes Auspuff vorne, links und rechts noch zwei kleine beim AMG One. Geht so ein bisschen in die Richtung, ja, drei runde Auspuffe. So, dann haben wir noch einen abgerundeten Doppel, Titan-Doppel und ein Vierfach. Jo, ich bleibe jetzt auf jeden Fall beim Vierfach-Auspuff und by the way, was mir gerade aufgefallen ist, darum habe ich einen Cut gemacht. Ich muss mal gerade wieder überlegen, weil die Hecklampen, diese kleinen drei Lampen, was ich vorhin gesagt habe, diese Parallelogrammform, sollen ja auch im Real Life an das AMG-Logo anspielen beim AMG One. Ich feiere das immer so krass wie Rockstar Games. Hier die Autos vermixt. Von daher will ich eigentlich gar nicht, dass bei GTA 6 dann irgendwelche echten Autos reinkommen. Ja, wie viele sich das wünschen. Ich will wieder die Fantasieautos haben, diese vermischten Autos. Jedenfalls hier bei Motorhaube. Nächste Part, eine Carbon. Dann eine einfache, primär, also glatt, ja. Wir haben ja diese Luftauslässe nicht. Dann einfache Carbon und eine Motorhaube mit Carbon-Einlass. Joa, ich meine Rennsport, Formel 1 Thema, von daher würde ich sagen, Motorhaube mit Carboneinlass, bleibe ich dabei. Sieht ganz cool aus, ich will so ein bisschen da bleiben bei dem AMG One, diese Luftauslässe auf der Motorhaube. Als nächstes haben wir Design am Start, wir haben immer schwarze Streifen, die sehen so ein bisschen aus wie irgendwelche Viper-Streifen, keine Ahnung, die fallen mir nicht so. Haben wir noch an der Seite so ein bisschen Design und dann haben wir noch germanische Streifen, das was ich vorhin angesprochen hatte. Die Anspielung an die deutsche Herkunft, Mercedes, ja, also wer das machen will, kann das gerne machen, aber ich finde es echt ein bisschen kitschig irgendwie, ganz ehrlich, also No Hate ist nur meine Meinung, ich würde es halt nicht machen. Cessante Nova, dieses Louis Vuitton-mäßige Design, wer so ein bisschen auf Designer-Mode gehen will, Anspielung, kann das hier machen, alternativ nochmal ein Grau. LTD, bisschen Racing-Design, ist auch am Start, muss ja sein, wie immer, Junk. Weiß ich nicht, sieht komisch aus. Also ich finde, da hätten eigentlich nur hier diese blauen Rauchschwaden oder was das sein soll. Oder Tinten, was soll das sein? So Tintenklecks oder Tinte im Wasser. Ich nenne es jetzt mal Rauchschwaden. Hätte eigentlich das gereicht. Das Junk ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, das ist auch eine coole Anspielung an diese kleinen blauen Streifen beim AMG One an der Seite. Junk alternativ nochmal in Rot. Dann Rimpaint, Farbpalette. Sieht auf jeden Fall an sich sehr cool aus. So Farbkleckse auf dem Auto, aber ich finde, zum AMG One passt es jetzt nicht so unbedingt, oder? Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Comments schreiben, wie immer. Was hättet ihr gemacht? Was würde für euch so am besten aussehen? Dein Rimpaint, nochmal cool. Hier kannst du eine coole Kombi machen. Zum Beispiel machst du Primärfarbe, zum Beispiel schwarz. Dann hast du hier wie eine Art Camouflage-Tarnkrieger. Ja? Passt ja eigentlich auch. Nächstes Tuning-Part auf jeden Fall. Wieder gelb auf schwarz. Nummernschild, Standard. Nummernschilder müssen her. Neue Nummernschilder, ich sag's zum tausendsten Mal, aber ist wirklich so. Übrigens nochmal zum Camouflage-Look. Ich gehe diesmal nicht so sehr in Richtung vom Real-Life-Original. Das war ja so ein, was war das, so ein Silber, ne? Der AMG One. Ich will es ein bisschen anders machen. Ich glaube, Camouflage ist auch ganz cool. Ich wollte es ja eigentlich schon beim Hellcat machen, habe es aber dann gelassen. Beim Hellfire meine ich, ja. Habe es dann gelassen, diesen Camouflage-Look. Eine matte Farbe in, was hatte ich gesagt, schwarz. Ja, schwarz. Ganz gediegenes Schwarz. Wir haben ja schwarz, wir haben Graustufen, die so ein bisschen fast schon ins Weiß reingehen. Joa, machen wir ein mattes Schwarz, haben wir lange nicht mehr gehabt. Eine matte Farbe, sonst haben wir nur Metallic genommen. Aber durch das Matt kommt halt einfach das Design ein bisschen besser durch, oder? Ja, glänzt halt nicht so. So, Schwarz raus. Matt, Sekundärfarbe, machen wir mal auch ein... Was ändert denn sich? Achso, hier, guck mal. Die Sitznähte, Alter. es ändern sich echt nur die Sitznähte und vorne die Nähte beim Armaturenbrett, Alter. Voll dezent. Also noch dezenter kann man ja echt eine Sekundärfarbe nicht machen. Ne, ich bin jetzt nochmal bei Sekundärfarbe bei den Metallic-Farben reingegangen, mache hier ein Ultrablau und mache dann halt auch bei Ausstattungsfarbe ein Ultrablau. So, jetzt haben wir es doch. Ich meine, an sich sieht der Perleffekt ganz cool aus, aber er passt irgendwie nicht zu dem Camouflage-Design. Das macht er ein bisschen kaputt. Ihr könnt es ja auch so machen, ihr könnt zum Beispiel auch eine Metallfarbe nehmen oder einen Metall-Look und darauf einen Perleffekt drauf machen. Nehmen wir an, schwarzer Stahl zum Beispiel und darauf ein Ultrablau. Sieht auch cool aus, aber... Da ich ja hier das Design genommen habe, das Camouflage-Teil, mache ich den nicht drauf. Verkaufen können wir jetzt den Krieger für den Preis hier. Nächste optische Spezialtuning-Kategorie ist hier Seitenverkleidungen. Es ist im Prinzip nur eine Spezial-Seitenverkleidung. Von daher, ja, wir haben nicht so viel zur Auswahl. Leider können wir nicht so viel tunen beim Krieger.
Und da wir ja eh schon dieses ganze Camouflage-Design überall verteilt haben, fast überall, außer hier bei der Seitenverkleidung, glaube ich, passt es sich auch ganz gut, oder? Was würdet ihr nehmen? So standardmäßig? So Carbon oder was soll das sein? So Plasse-Look? Oder Design-Look? Ich nehme mal Design. Nächste Kategorie ist hier Spoiler. Wir können endlich diese hässlichen Mini-Flossen wegmachen, die wahrscheinlich eine Anspielung sein sollen an diese große Haifinne, die da in der Mitte hinten drauf ist. Der AMG One hat nämlich da in der Mitte hinten so eine Haifinne und nochmal hinten optional einen extra Heck-Spoiler. Mal gucken, was wir machen können. Ja, mal kein Spoiler für alle, die Spoiler kacke finden. Auf jeden Fall eine coole Option. Soweit ich weiß, verlieren wir keine Traktion, wenn wir jetzt keinen Spoiler machen, oder? Müsste eigentlich. Von daher würde ich eher tendieren, keinen Spoiler zu nehmen, aber wir switchen mal durch. Wir haben einen Carbon-Straßenspoiler, denn einen eben nochmal mit Design, der geht so ein bisschen in die Richtung zumindest vom AMG One. Extra Spoiler, dann noch einen großen. Jetzt kommen die ganzen Rennspoiler. Rennspoiler primär, Carbon-Wettkampfspoiler. Okay, ein bisschen eingeknickt so. Auch irgendwie interessant hier nochmal das Ganze mit Design. Puh, ich weiß nicht, irgendwie sind die Spoiler mir ein bisschen zu episch. Großer Flügel, Primärfarbe, tiefer Carbon. Tiefer Spoiler in der Primär, breiter Spoiler in der Primär. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Würdet ihr irgendeinen von den dezenteren Spoilern nehmen? Ich würde mich ja fast schon für den hier entscheiden. Irgendwie wertet der noch ein bisschen das Heck auf, weil ohne Spoiler finde ich das Heck ein bisschen nackt so. Ihr könnt, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Comments, das interessiert mich halt immer. Was würdet ihr machen? Spoiler oder kein Spoiler? Ah, es ist echt schwierig gerade. Es ist so schwierig. Weißt was? Ich nehme hier Straßenspoiler, Primärfarbe. Fertig, komm. Scheiß drauf. Mir egal. Getriebe. Wir machen super Getriebe. Standard auf jeden Fall beste. Dann Turbo, Turbo-Tuning. Dann Reifen. Hier gehe ich so ein bisschen in die Richtung vom Original. Und da haben wir nämlich bei Sportfelgen ein paar geile Felgen, die so ähnlich zumindest aussehen. So ein bisschen in die Richtung gehen vom AMG One. Hier Serienfelgen. Ich will die noch einfärben. Zum Beispiel die S-Racer, ja. Ich meine, wir könnten auch bei Luxusfelgen die S-Racer nehmen, aber die sehen noch ein bisschen anders aus, da stört mich dann wieder der Rand. Ne, hier, die S-Racer und die mache ich noch in Felgenfarbe schwarz, so. Sieht auf jeden Fall geil aus, finde ich. So, ein Reifenmuster, mal gucken, ob das passt. Tuning-Reifen, so ein bisschen weiß, rote Akzente noch. Boah, ist eigentlich nicht schlecht. Können wir nehmen, passt eigentlich ganz gut so zu dem weiß-grau-schwarzen Look irgendwie. Reifenverbesserung, schusssicher. Dann Reifenqualm, machen wir mal einen, irgendwie habe ich so das Gefühl, für einen roten Reifenqualm. Jo, genau, roten Reifenqualm, weil bei den Lampen mache ich ja auch noch was. Muss ich nochmal kurz in die Arena-Werkstatt reinfahren. Und jetzt haben wir noch Fenster, das war's auch schon, Alter. Das ist nicht viel zum Tunen, wie gesagt. Wir könnten noch zum Beispiel diese Limousinentönung machen bei den Fenstern. An den Seiten im Prinzip nur, ja. Hinten ist ja nichts. So. Ja, das war es im Prinzip auch schon, aber das mache ich halt nicht. Lasse ich so, wie es ist. Das war das komplette Tuning vom, ich wollte gerade sagen, Commander Krieger, nein, vom, vom Benefactor Krieger, Alter. Irgendwie erinnert es mich an den Commander. Ich weiß nicht warum. Und bevor wir uns jetzt die Karre nach dem kompletten Tuning von draußen angucken, da bei feinstem Tageslicht, was dahin schon wieder da durchkommt, noch Lichter ändern. Wie immer, Lichter ändern. Wir müssen noch farbige Lichter drauf machen. Irgendwas, was hier cool aussieht. Was kommt für einen Krieger cool? Ein Krieger ist irgendwie aggressiv drauf und der hat rote Augen. Der Benefactor Krieger nach dem kompletten Tuning von draußen. Und während wir uns die Karre nochmal auf entspannt von draußen anschauen, Fahrzeugtüren alle auf und unnützes Wissen zum AMG One. Der AMG One hat im Real Life einen 1,6 Liter V6 Turbomotor, hat vier Elektromotoren. Einer ist für den Turbolader, noch ein anderer, der sitzt am Verbrennungsmotor und zwei andere Elektromotoren treiben die Vorderräder an. Die Batterie ist übrigens eine 800 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Er hat zwei Tankdeckel. Einmal hat er einen Tankdeckel für Superbenzin, der sitzt auf der rechten Seite hinten, und noch einen Tankdeckel für die Batterie halt. Also kannst du halt einen Stecker reinstecken und lädst eben die Batterie auf und der ist hinten links. Der AMG One hat einen automatisch ausfahrenden Frontsplitter. Von 0 auf 200 kommt er in unter 6 Sekunden oder soll der in unter 6 Sekunden kommen, vielleicht so 5,8, 5,9 oder so, ist bis jetzt noch nicht genau bekannt, also laut Mercedes, und soll damit schneller von 0 auf 200 kommen als der Bugatti Chiron, der dafür 6,5 Sekunden braucht. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, soll der AMG One Formel 1 Feeling für die normale Straße rüberbringen und damit hat er auch im Cockpit einmal nicht nur Schalensitze drin, sondern
auch noch ein richtiges Formel-1-Lenkrad, also das zumindest so vom Design her in die Richtung geht, wie auch eben die Lenkräder, die bei Formel-1-Wagen mal verbaut sind. Und das Formel-1-Feeling soll jetzt natürlich nicht nur durch das Lenkrad und das Cockpit an sich erzeugt werden, sondern auch noch durch den von Mercedes entwickelten Race-Modus, den man über die Elektronik einstellen kann. Wenn man jetzt die Leistung von allen AMG One-Motoren insgesamt berechnen würde, kommt man auf eine Leistung von über 1200 PS. Der AMG One kostet im Real Life oder soll 2,7 Millionen Euro kosten und Release ist jetzt für 2021 angesetzt, hat sich verspätet, weil irgendwie Mercedes Probleme mit den Emissionen hat. Da müssen noch neue Filter oder bessere Filter eingebaut werden und es gibt auch noch Probleme, das, wie gesagt, Formel 1 Feeling überhaupt auf die Straße zu bringen. Die haben irgendwie noch Probleme mit dem komplexen, hochkomplexen Antriebsstrang. Insgesamt sollen vom AMG One nur 275 Stück gebaut werden, also mal wieder krasse Limited Edition und eine davon hat sich auch schon ein ganz bekannter Multimillionär gesichert, nämlich Nico Rosberg, ehemaliger Formel 1 Fahrer. Der ist jetzt auf der Warteliste, hat ihn sich schon vorbestellt, könnt auch mal auf seinen YouTube-Kanal schauen, da Customized er sehen, also personalisiert er den AMG One. Ah ja, und schreibt mir mal in die Comments, ob mir das Tuning vom Krieger eher gelungen ist oder eher nicht so. Und wenn nicht so, dann schreibt mal, was ihr besser gemacht hättet. So, jetzt noch Soundcheck rund um den Block und ein Vorab-Fazit. Was mir jetzt nach der Runde um den Block sofort aufgefallen ist beim Krieger: geile Beschleunigung, wirklich kranke Beschleunigung, eben auch durch Allrad. Im Vergleich zum Emerus hat er nämlich hier Allrad, wie auch sein Real-Life-Vorbild, der AMG One, hat halt auch Allrad, Allrad-Hybrid-Supersportwagen. Und deswegen ballert er eben so krass nach vorne. Ist wahrscheinlich einer der Supersportwagen mit der besten Beschleunigung. Also einer davon. Werden wir nachher nochmal testen, also nach dem Video hier, Speed and Race Test, by the way. Und Endgeschwindigkeit fühlt sich auch extrem krass an. Geiles Handling in den Kurven, geilen Kurvenspeed. Was mir ein kleines bisschen negativ aufgefallen ist, er hat ein leichtes Untersteuern in Kurven. Also wenn du in die Kurve rein willst, kommt er nicht gleich so leicht rein, wie zum Beispiel der Emerus. Mit dem Emerus hast du noch ein direkteres Handling, also der steuert sich hier nicht so Go-Kart-like wie der Emerus. Da gefällt mir das Handling vom Emerus noch ein bisschen besser, aber dafür ballert er irgendwie besser in der Beschleunigung davon. Ja, müssen wir mal sehen beim Speed und Race Test, wie gesagt, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit und auch Rundenzeiten, wenn wir da wieder testen. Krieger gegen die besten Supersportwagen in GTA Online. Und das war's auch schon wieder zum Tuning- und Testvideo vom neuen Benefactor Krieger, der neu in GTA Online ist. Seit Donnerstag, wie gesagt, kann man den kaufen. Ob er sich jetzt wirklich lohnt, wie gesagt, das kommt noch beim Speed- und Race-Test, ob wir damit wirklich bei Rennen vielleicht sogar noch bessere Rundenzeiten hinbekommen als mit dem Emerus. Zum Beispiel gerade für die Leute, die sich jetzt fragen, Digga, ich habe doch aber schon den wahnsinnig teuren Emerus. Muss ich mir denn jetzt noch extra den Krieger kaufen? Ist der jetzt wirklich besser als der Emerus? Das werden wir alles beim Speed- und Race-Test klären. Danke erstmal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye. Ciao, ciao.